Der Ökopolo ist ein Studienfahrzeug, welches in einer Kleinserie von 50 Stück auf Basis des Volkswagen Polo 86C Steyrlech gebaut wurde. Die Entwicklung des Downsizing-Dieselmotors mit Aufladung begann bereits Anfang der 1980er Jahre in der Forschung und Entwicklung bei Volkswagen. Träger des Projektes waren der Berliner Senat sowie das Bundesforschungsministerium. Das Konzept: ein vollwertiges Fahrzeug zu entwickeln mit einem enorm niedrigen Kraftstoffverbrauch. Der Motor des Ökopolo ist eine Neuentwicklung, in der aber zahlreiche Einzelteile aus der laufenden Serienproduktion verwendet wurden. Der Zweizylinder mit 858 Kubik ist im Grunde nur ein halbierter Vierzylinder mit 1,7 Litern. Neu war jedoch im Pkw-Sektor das DI-Einspritzverfahren, bei dem der Dieselkraftstoff direkt in den Brennraum eingespritzt wird. Bei Lastkraftwagen war dieses Verfahren bereits in der Serienproduktion. Durch die hohen Drücke erzeugt der Motor ein lautes Betriebsgeräusch, welches für die Verwendung in einem Personenkraftwagen zunächst nicht akzeptabel war. Mithilfe einer Verkapselung des Motorraums, der sogenannten Thermoakustikkapsel, wurden Motorwärmeverlust und Geräuschemission minimiert. In der Entwicklung wurden verschiedene Auflademedien getestet. Als ideal stellte sich der ebenfalls in den frühen 1980er Jahren entwickelte G-Lader heraus, der direkt vom Motor angetrieben wird. Um im Stand- und Teillastbereich keine unnötige Antriebskraft aufwenden zu müssen, schaltet der G-Lader nur bei bestimmten Lastzuständen über eine elektrische Magnetkupplung hinzu. Ein mechanisches Rückschlagventil verhindert, dass die Ladeluft aus der Ansaugbrücke wieder in den Luftfilterkasten zurückgedrückt wird. Das Getriebe ist dem parallel laufenden Projekt ÖkoGolf entliehen, ein manuell geschaltetes Fünfganggetriebe der Bauart 020. Besonders ist jedoch die halbautomatische Kupplungsbetätigung, die über einen Mikroschalter am Schaltknopf aktiviert wird. Das Kupplungspedal entfällt. Die halbautomatische Kupplung ermöglicht auch die SNA, Schwungnutzautomatik und Stopp-Start-Funktion. Sobald der Fahrer etwas länger als eine Sekunde vom Gas geht, schaltet der Motor vollautomatisch ab und die Kupplung trennt, auch bei eingelegtem Gang. So ist ein Segeln unter Ausnutzung des Schwungs möglich. Mit abgestelltem Motor wird zudem kein Kraftstoff verbraucht. Auch im Stand schaltet der Motor ab und wird beim Einlegen eines Ganges oder beim Betätigen des Gaspedals sofort wieder gestartet. Um die ohnehin geringen Emissionen zusätzlich zu minimieren, verfügt der Ökoantrieb über Abgasrückführung, bei dem ein Teil Abgase noch einmal mitverbrannt wird, sowie ein Rußpartikelfilter. An der Karosserie sind nur die nötigen Änderungen durchgeführt worden, um den DI-Motor und das Getriebe aufnehmen zu können. Die vollen 5 Sitzplätze blieben erhalten, lediglich eine kleine Spoilerlippe an der Front und ein Heckspoiler, bekannt vom Polo SP-Modell, sind kleine aerodynamische Details. Im Praxisversuch erwies sich die Technik als seinerzeit weit voraus. Im Jahr 1987 begleiteten Ökopolos einen Staffelmarathon von Wolfsburg nach Marignan, der Partnerstadt von Wolfsburg, nahe des französischen Marseille. Im Test begnügte sich eins der Fahrzeuge mit rund 1,7 Litern Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 60 Stundenkilometern. Im weiteren Praxistest Anfang der 1990er Jahre wurden 50 Fahrzeuge in und um Berlin unter Alltagsbedingungen von den Berliner Verkehrsbetrieben und anderen Institutionen mit hohen innerstädtischen Fahrleistungen auf Herz und Nieren getestet. Die Wartung und Pflege übernahm die Ingenieursgesellschaft Auto und Verkehr, IAV, in Berlin, die auch schon bei der Fahrzeugentwicklung maßgeblich involviert war. Mit über 1 Million erfahrenen Kilometern wurden handfeste Daten gesammelt, zum Teil auch per Computerdatenlogger im Kofferraum, die mit 5¼ Zoll Disketten bestückt waren. Diese Erkenntnisse flossen in den Golf Ecomatic auf Basis Golf 3 und den Lupo 3L ein. Gewisse Eckdaten des Motors des Ökopolo ähneln bis heute auffällig denen des VW XL1. Thank you.
Modo zeigte bereits in den 1980er Jahren, was technisch möglich war. Aus heutiger Sicht geringe Kraftstoffpreise machten die höheren Anschaffungskosten eines mit viel Technologie ausgestatteten Fahrzeuges jedoch unrentabel. Aus diesem Grund erwies sich der Öko-Polo nicht marktgängig und wurde nicht in die Serienproduktion übernommen. Zahlreiche Entwicklungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Downsizing-Motor mit DI-Brennverfahren und Aufladung sowie die Stopp-Start-Funktion, wurden und werden bis heute in Serienfahrzeuge verbaut. Ein persönlicher Kommentar sei an dieser Stelle gestattet. Ein Fahrzeug kann mit noch so viel Technologie aufwarten, der größte Faktor zur Einsparung von Kraftstoff sitzt immer hinter dem Lenkrad.